Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed 2, mehr oder weniger. Eigentlich hätte ich mit Assassin's Creed 1 anfangen müssen, weil ich die ganze Trilogie einmal durchspielen will, aber das Spiel hat mich so unfassbar abgefuckt, das glaubt ihr nicht. Immer wenn ich das Spiel beendet habe, da gab es die ganze Zeit so ein Bummern in den Kopfhörern, also die ganze Zeit über, das hast du auch nicht mehr wegbekommen, außer du hast deinen PC neu gestartet. Soweit nicht so schlimm. Punkt 2, mein Controller hat einfach nicht funktionieren wollen. Punkt 3, ich habe versucht, das Spiel zu starten und plötzlich haben alle mit einer Eichhörnchenstimme geredet und alles wurde um das Zehnfache schneller abgespielt, als es eigentlich sein sollte. Dementsprechend sind wir jetzt hier bei Assassin's Creed 2 und das funktioniert. Und ich versuche die Probleme halt später noch zu beheben, aber hätte ich das jetzt weiter versucht, ich glaube, das hätte mir echt den Spaß daran wieder geraubt. Dementsprechend sind wir hier in Assassin's Creed 2 und Assassin's Creed 1 wird vermutlich dann nach Syndicate drangehängt. Und ja, wie gesagt, jetzt geht es erstmal hier mit Assassin's Creed 2 weiter. Story-Modus, Extras, Optionen. Wir spielen natürlich, so wie es sich für mich gehört, für meine Qualität in 4K. Und das wird auch in 4K hoffentlich hochgeladen. Mal sehen, aber ich denke schon. Und wir fangen mal an mit einer Story-Mission. Ich habe ja schon mal Desmond. Ich weiß nicht warum. Das kann ich aber mal löschen. Wie kann ich denn das löschen? Sitzung wirklich löschen. Akzeptieren, ja. Okay, dann fangen wir mal an. Achso, ja, ich heiße Hen. Mein Name ist Desmond Miles und ich bin ein Kriegsgefangener. Es ist ein Krieg, von dem ich nichts wusste. Zwischen zwei Gruppen, die ich nie für real hielt. Templer und Assassinen. Der Animus zeigte mir die Wahrheit. Was ich alles sah, was ich alles war. Tausend Jahre Geschichte fließen durch meine Adern. Zum Leben erweckt durch diese Maschine. Sie wollen mit ihr und mir etwas finden. Sie nennen es den Apfel. Ein Artefakt. Einer von vielen sogenannten Edensplittern. Die Templer sammeln sie. So behalten sie ihre Macht. Und wenn die Templer noch einen Splitter finden, wird sich alles ändern. Sie wollen uns alle versklaven. Als sie mich hierher brachten, hatte ich Angst davor, mich zu wehren. Jetzt habe ich Angst vor dem, was kommt, wenn ich es nicht tue. Aber ich schaffe es nicht allein. Vielleicht muss ich es auch nicht. Ich traf jemanden. Ihr Name ist Lucy. Sie scheint auf meiner Seite zu sein. Aber sie ist fort. Entführt von diesem Bastard Warren Widdig und seinen Templerherren. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen wird. Oder was mit mir geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich hier raus muss. Und zwar ziemlich bald. Mein Name ist Desmond Miles. Und das ist meine Geschichte. Dann hauen wir raus. So, wir sehen irgendwas Rotes. Und das war nur ein Ladebildschirm scheinbar. Obwohl, nee, nicht ganz. Wir müssen weg. Lucy, wo warst du? Warum sind die... Los! Hallo? Was soll das denn jetzt? Nicht ernsthaft! Es gibt wieder Probleme. Desmond? Ja, ich bin zurzeit etwas verwirrt. Komm rüber hier, Desmond. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde das jetzt mit Tempo, wir müssen weiter. Ja, Tempo, hier, da. Es bewegt sich, obwohl ich nichts berühre. Wie soll ich denn Tempo machen? Och Mann, ey, nicht im Ernst. Ich werde die Aufnahme jetzt nicht nochmal neu starten. Ja, hier, Y-Empfindlichkeit. Das kann ich ja gerne einstellen, aber das wird es auch nicht ändern. Och Mann, Leute. Ja, komm. Waffenhand hier. Ja, umschalt, ne? Umschalt, leer, hier Taste 1, Taste 2.
WASD. Das passt so. Komm schon. So, okay. Ich pack meinen Controller weg und dann spielen wir so. Worauf warten wir denn? Ja, ich weiß nicht. Rein da. Wo kommt das Blut her? Ist alles okay? Also, wir haben vielleicht 10 Minuten. Vielleicht. Bevor sie merken, was ich getan habe. Wenn wir bis dahin nicht unterwegs sind, dann... Was? Wir fahren weg? Desmond, ich verspreche, ich beantworte all deine Fragen. Später. Aber jetzt sei bitte ruhig und tu, was ich dir sage. Also bitte steig in den Animus. Okay. Okay. Ab in den Animus. Und die schlechten Texturen. Ich habe das so schlecht aussehen gar nicht mehr in Erinnerung. Das war ein bisschen Kritik. Er ist ja auch schon einige Jahre her. Ich war in der Bank, als ich es erfuhr. Komme ich etwa zu spät? Gebt ihn mir. Giovanni. Meine Liebe, alles wird gut. Du bist ein Auditore. Du bist ein Kämpfer. Also, kämpfe. Ja, lustig. Wo muss ich jetzt drücken? Okay, es war es vielleicht doch nicht. Ups. Also, was kann das denn sonst sein? Das war mein Arm. Hier, ich schlag dich, Junge. War's auch nicht. Hm. Moment, ich glaube, ich muss mal kurz in die Steuerung reingucken. Och, Mano. Leertaste. Leertaste, Umschalt. Waffentaste E. Leertaste. Jawohl. Leere Hand. Umschalt. Jawohl. Waffenhand. Schlag dich, Junge. Jawohl. Und Kopf E. Hört ihn an. Ein paar kräftige Lungen. Und wie sollen wir ihn nennen, Liebster? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Ja, ja, Ezio. Den Namen werden wir noch häufig hören. Komm, wir gehen. Ja, was? Ich brauche einen Moment. Keine Zeit, Desmond. Wir müssen gehen. Okay, dann gehen wir. Auf. Okay, mit Leertaste kann ich, glaube ich, schneller rein. Und wir kommen hier wirklich raus? Abstergo hat echt abgefahrene Innenarchitekten. Und damit kann ich rennen, wenn ich rechte Maustaste gedrückt habe. Hey, Sie haben hier nichts zu suchen. Öffnen Sie die Tür. Ich mache Meldung. Wir haben einen Vorfall im Forschungstrakt. Wiederholt. Zwischenfall im Forschungstrakt. Hey, hier drüben. Landwende. Schick. Ich muss mal ganz kurz. Tut mir leid, die. Die Empfindlichkeit kann ich ja noch hochstellen, ne? Ja. Das muss ich natürlich auch für alles hochstellen, sonst macht das wenig Sinn. Hier müsste mal einer aufräumen. Da sind sie! Lasst sie nicht entkommen! Jawohl! Scheiße! Sieh dir das an. Warum gibt es denn nicht für Mausbesteuerung? Keine Mausbesteuerung. Was ist mit den Kameras? Die zeigen nur alte Aufnahmen. Was meinst du, wie ich deine nächtlichen Aktivitäten vor Abstergo verbergen konnte? Du bist gut. Das höre ich öfter.
Aber jetzt jagen sie uns. Wir müssen hier weg. Meine nächtlichen Aktivitäten. Hey, du weißt über unsere nächtlichen Aktivitäten Bescheid. Wir müssen zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums. Komm mit mir. Aber halt die Augen offen. Ich möchte ungern kämpfen. Oh, verständlich. Ich bleib hinter dir. Ist das ein Animus? Bleib bei mir. Was zur... Wie viele gibt's denn davon? Bleib bei mir. Ja, ich bleib ja bei dir. Krieg ich jetzt auch mal Antworten? Sagt man Animusse oder Animi? Was denkst du, Lucy? Lucy, wofür brauchen die so viele? Desmond, halt einfach die Klappe. Oh. Bitte. Mist. Ich dachte, die Karte reicht. Das ist ein separates System und ich habe keinen Code. Moment. Gehen wir. Na, das war ja klar. Was war das im Animus? Subjekt 16? Ezio? Audi? Audi irgendwas? Ich glaube, wir haben uns geirrt. Und deshalb müssen wir hier raus. Wittig und die Templer, sie sind nur ein Teil des Problems. Wie meinst du das? Ich erklär's, wenn wir da sind. Wo denn? Ach du Scheiße. Hier, ich schlag dich. Ich habe leider keine Ahnung, wie die Steuerung geht. Gib ihm. Eine Mausbesteuerung ist das Schlimmste der Welt. Schicker Wagen. Ernsthaft? Fein. Im Ernst? Zu deinem eigenen Schutz. Oh Mann. Wir sind fast da. Ja, fast da, bla bla. Vielen Dank. Toll. Durchgeschüttelt. Im Kofferraum. Super. Hier lang. So, erfahre ich jetzt, was hier los ist? Es gab einen Grund für die Flucht, Desmond. Ist klar. Wir brauchen Hilfe. Bei was? Noch nach Schatzsuche durch die Zeit? Abstergo wird den Edenapfel ersetzen. Dabei hilft ihnen die Karte, die dein Vorfahr gefunden hat. Die anderen Assassinen, sie tun, was sie können, wo sie können, aber... Was? Wir verlieren den Krieg, Desmond. Die Templer sind zu mächtig. Jeden Tag sterben mehr von uns. Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat. Wir bilden dich aus. Du wirst einer von uns. Was? Nein, nein, du hast mich in Aktion gesehen. Ich kann das nicht. Und selbst wenn, das würde Monate dauern oder Jahre. Nein, nicht mit dem Animus. Nicht mit dem Sicker-Effekt. Ich bin doch nur ein Mann. Manchmal ist das schon genug. Und deshalb hast du ihn gefunden. Meinen Vorfahren. Wie hieß er noch? Ezio? Wenn du seinen Fußstapfen folgst, lernst du alles, was er lernt. Genau wie er. Jahre des Trainings erlernt in ein paar Tagen. Du hast mich aus Abstergo hierher gebracht, um mich zu einem Assassinen zu machen? Nun, es ist mehr als das. Aber das muss warten. Vertrau mir. Okay? Okay.
bin dabei. Was soll ich tun? Ehrlich? Im Ernst? Ich dachte, du würdest dich drüber freuen. Entschuldigung, ich bin etwas überrascht. Ich habe die ganze Fahrt darüber nachgedacht, wie ich dich überzeugen könnte, mitzumachen. Schon gut. Nach dem, was diese Schweine mir angetan haben, bin ich willens, in der Lage und bereit. Oh. Vielen Dank. Lucy ist eine gute. Lucy, du hast es geschafft. Gott, ist das lange her. 7 Jahre, ist das zu glauben? Allerdings. Willkommen zurück. Ah, das muss unser berüchtigtes Subjekt 17 sein. Desmond Miles, richtig? Wer sind Sie? Entschuldigung, wo sind meine Manieren? Ich bin Sean Hastings. Das ist Rebecca Crane. Schön, dich kennenzulernen. Ja, nun, war ein tolles Gespräch. Aber wenn du erlaubst, fangen wir am besten gleich an. Jede Minute zählt. Zurzeit sogar doppelt. Wir haben alles fertig vorbereitet, Lucy. Sag Bescheid und wir legen los. Hier, habt ihr was mitgebracht? Ein Abschiedsgeschenk von Abstergo. Wow, der Gedächtniskern. Der helle Wahnsinn. Mit diesen Daten müsste es noch viel schneller gehen. Ich guck mir gleich mal den Code an. Okay. Ja, wir fragen aber erstmal ein bisschen rum. Sean, du warst eben so abstoßend. Was ist denn das für ein Zeug? Dieses Zeug, Desmond? Oh, das ist nichts Besonderes, ehrlich. Nur das Zeug, das die ganze Operation hier zusammenhält. Im Ernst. Ich muss mich ziemlich konzentrieren, damit das klappt. Also entschuldige, dass ich keine Zeit habe, dir meine Hobbys aufzuzählen. Sean betreut unsere Wissensdatenbank. Eine digitale Bibliothek. Er ist quasi mein Beifahrer, wenn du im Animus bist. Wenn dir also irgendetwas auffällt, Leute, Orte, Ereignisse und so weiter, erzeugt er einen Datenbankeintrag mit weiteren Informationen. Ja, aber nicht nur Datenbanken. Ich leiste taktische Hilfe für die anderen Assassinen. Du weißt schon, Desmond, für die da draußen, die richtig arbeiten. Ihr Leben riskieren und so Kleinigkeiten. Ich mag ihn nicht. Wo ist denn unsere... Ach, da hinten. Erstmal mit dir rede ich. Hey Desmond, wie geht's? Ich frage mich gerade, was deine Aufgabe hier ist. Ich kümmere mich ums Baby. Ich halte die Kiste am Laufen. Baby? Du meinst den Animus? Eigentlich bevorzuge ich Animus 2.0, weil das Baby doppelt so gut ist wie alles bei Abstergo. Die Templer haben vielleicht mehr Kohle als wir, aber keinerlei Ehrgeiz. Keinen Kampfgeist, keine Leidenschaft. Deshalb, trotz all ihrer Ressourcen, alles, was die können, kann ich besser und schneller. Übrigens, setz dich, wenn du soweit bist. Dann können wir anfangen. Ich muss hier nur noch etwas einstellen. Okay, das ist schön. Jetzt bin ich kurz ans Mikro gekommen. Das tut mir leid, falls man es gehört hat. Hey, also ich wollte mich nur bedanken. Und entschuldigen. Wofür? Weißt du, damals, das alles bei Abstergo, das war nur... Ich war nicht bereit. Schon gut. Nein, wenn ich drüber nachdenke und weiß, dass es die Templer noch gibt, was sie planen. Das ist vorbei, Desmond. Jetzt bist du hier und nur das zählt. Also hat man sich damals an futuristische PCs vorgestellt, mit zwei geilen Bildschirmen. Heftig, Junge. Oder halt einen Laptop. Ah, damals schon 16:9 Format. Das ist toll. Nicht dieses hässliche 4:3, oder ist das 4:3? Ja, das ist 16:9. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Vor allem sehr futuristisch hier alles. Und wir können jetzt theoretisch, glaube ich, in den Animus gehen. Allerdings, bevor wir da reingehen, beende ich die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu Assassin's Creed 2. Und dann mit Ezio im Animus. Haut rein!